Das neueste Pokémon-Set Entwicklung in Paldea ist nun erschienen und bringt einige sehr schöne Karten mit sich. Unter anderem können wir hier die drei Starterentwicklungen Maskagato, Skelokrok und Bylonder in Gold ziehen. Und jede von ihnen besitzt zudem eine Altart. Darüber hinaus gibt es zahlreiche neue Illustration Rares, legendäre Pokémon und auch spielbare Supporterkarten. Deswegen öffnen wir einige Booster von dem neuen Set und hoffen, dass wir ein paar geile Karten ziehen können. Und damit, moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Greencards. Ich bin Paddy und wir öffnen heute das neue Set, Entwicklung in Paldea. Ich finde, der Inhalt ist sehr gut, also preis-leistungstechnisch. Wir haben endlich Promos in den normalen Top-Trainer-Boxen, was ich mir schon eine Weile lang echt gewünscht habe. Das Design der Box ist ziemlich cool, aber wir werden gleich mehr dazu erfahren und zwar nach dem Intro. Also bis gleich! Bye, have a great time. Ja, wie ihr seht, zum ersten Mal mit meiner eigenen Playmat, die ich mit meiner Zeichnerin, die auch meine Emotes für mich gezeichnet hat, entworfen habe. Es gibt zwei Versionen. Es gibt einmal die Nachtversion, einmal Werbung in eigener Sache. Und zwar gibt es einmal die Nachtversion und einmal die Tagversion. Die kann ich euch auch gerne noch einmal zeigen. So, das ist die Tagversion und die Nachtversion habt ihr ja jetzt eben gerade gesehen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Version ihr favorisieren würdet, also welche ihr besser findet von diesen beiden Playmats. Also ich muss sagen, dass ich die Nachtversion doch ein bisschen mehr favorisiere, einfach weil es eher, glaube ich, mein Jam ist. Aber ansonsten finde ich beide ziemlich geil gelungen. Und ja, schreibt mir gerne, wie gesagt, einmal in die Kommentare, welche ihr davon besser findet. Und ab und zu gibt es sie bei mir bei einem Boxbreak zu gewinnen, wenn ihr da Interesse habt. Oder auch so bei mir zu erwerben. Ja, wer da Interesse hat, kann mich auch im Discord anschreiben. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, genug Sachen in eigener Werbung. Wir öffnen jetzt Entwicklung in Paldea. Und zwar die Top-Trainer-Box. Wie die meisten wissen, wenn ein neues Set erscheint, öffne ich gerne zuerst die Top-Trainer-Box. Denn dort befinden sich einige coole Sachen drin und seitdem haben sie nun Pokémon Release auch noch viele weitere coole Sachen. Oder was heißt viele? Eine weitere coole Sache. Aber dazu gleich mehr. So, wir haben Booster. Wir haben die Sleeves, die zeige ich gleich nochmal. Einen Code, bitteschön. Die Weider auch ganz normal. Mit den Paldea Startern, was ganz cool ist. Dann haben wir neue Marker, hier Verbrennungs- und Giftmarker. Die sind auch seit Karmesin und Purpur mit drin. Also die haben ein anderes Design und auch, glaube ich, eine andere Verpackung. Und dann haben wir den Würfel. Der hat auch ein ganz cooles Design und zwar in den Farben der Starter. Grün, Rot und Blau. Ist mal was anderes. Mir gefällt der sehr gut, weil ich finde diesen exklusiven Würfel immer, weiß ich nicht, der gefällt mir irgendwie. Das ist ein cooles Sammler-Tool, meiner Meinung nach. Dann haben wir natürlich noch die Energiekarten. So, und das Spielheft, was für mich ganz wichtig ist, oder dieses Infoheft für Spieler. Hier findet ihr alle Karten einmal, auch zum Abhaken. Da will ich jetzt aber auch nicht reingucken, denn ich will mich nicht spoilern. Ich weiß nur, dass, glaube ich, die Starter in allen Evolutionsformen enthalten sind als Illustrator Rares. Und auch diese geheimen Bestien. Deswegen will ich da auch nicht zu viel für mich vorwegnehmen. Aber ihr könnt hier wirklich alles sehen. Ich gucke hier jetzt nicht rein. Und da gibt es auch einige Tipps und Tricks für das TCG. Dann haben wir die Box. Die hat auch ein sehr cooles Design. Weiß ich nicht. Also ist meiner Meinung nach wesentlich schöner als die von dem Base-Set. Aber das ist auch nur meine Meinung. Dann haben wir die Sleeves in demselben Design. Und wir haben nicht wie in Schwert und Schild 8 Booster aus dem normalen Set, sondern wir haben sogar 9 Booster. Warum sie das jetzt so entschieden haben, weiß ich nicht. Aber ich will mich da nicht beschweren, denn es ist ein Booster extra. Und was ich schon lange ersehnt habe, waren Promokarten in den normalen Top-Trainer-Boxen. Weil ich finde, das ist nochmal ein cooles Gimmick und machen diese Top-Trainer-Boxen auch noch viel, viel attraktiver. Und ja, hier haben wir diese schöne Promokarte mit Pikachu, gemeinsames Abenteuer und den drei Startern. Eine super schöne Karte, die gab es auch als japanische Version schon vorab mit dem Spiel zu bekommen. Also mit dem japanischen Spiel gab es immer so eine japanische Promokarte dazu. Die habe ich, glaube ich, auch hinten im Regal einmal stehen. Aber finde ich cool, dass wir die auch bekommen und zwar in so einer Top-Trainer-Box. Geile Karte, geiles Design
Und ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Ich habe keine Ahnung, was hier wirklich alles drin ist. Ich weiß auch nicht, wie die Hitrate ist. Ich schätze mal ähnlich wie in Karmesin und Purpur. Da habe ich jetzt einiges geöffnet. Ich war jetzt nicht so überzeugt von dem Set an sich, von dem letzten. Aber die Illustrator Rares, muss ich schon sagen, sind ziemlich geil. Da kann ich nichts anderes sagen. Es soll wohl jetzt auch so sein, dass viele neue spielbare Karten hier reinkommen. Hopsprossh, eins der Pokémon, was man zu Genüge eigentlich in Karmesin und Purpur eigentlich in der Wildnis gefunden hat. Paldea Felino, auch sehr cool. Finde ein Zuhause. Oh, das klingt ein bisschen sad. Also wir gehen ein bisschen mehr auf die Karten ein, auch auf die Common- Ankommen-Karten, weil ich die tatsächlich noch nicht gesehen habe. FM hier in einer Großstadt mit den Gebäuden im Hintergrund. Finde ich auch ganz geil. Das erinnert ein bisschen an... was macht die Schere eigentlich hier? Das erinnert auch ein bisschen an die alternative Karte von Uhafnir aus Drachenwandel, finde ich. Also könnte so ein bisschen die Karte davor sein. Also ist es ja auch, ist ja die Vorentwicklung. Dann haben wir Lumisprossh. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich habe auch mit Sicherheit schon mehrere Shinies davon verloren, weil das Shiny ist auch, ich glaube, das ist ein bisschen türkiser. Also zumindest an dem Blumenkranz. Und das erkennt man ja überhaupt nicht. Dann haben wir Traumagil, magischer Schnipser und Psychosphäre. Ich weiß tatsächlich nicht, welche Karten spielbar sind. Da müsste ich jetzt lügen. Horeba, auch ein geiles Pokémon, meiner Meinung nach, vom Design her. Dann haben wir Toxicroak. So, jetzt kommen wir zu den Reverse-Karten. Da haben wir Lavita. Ja, Lavita, halt Iconic-Pokémon, immer sehr cool und sehr cute. Wobei ich den Hintergrund jetzt nicht so feiere, der ist ein bisschen verschwommen, aber das weiß ich nicht. Das Pokémon steht mir im Vordergrund, das ist ganz geil. Dann haben wir Pamo, haben wir eine neue Karte von Pamo. War ja auch schon im ersten Set vertreten, auch sehr cute. Und als Rare-Karte oder als Holo-Karte, hier sind ja immer Holo-Karten drin, haben wir Knuddeluff mit Ballon-Therapie. Okay, leider im ersten Booster kein Hit, aber das macht nichts. Booster Nummer 2. Könnt ihr mir auch gerne mal reinschreiben, wie euer Release war von dem Set. Habt ihr irgendwas Cooles gezogen? Habt ihr auch eine Box geöffnet, also eine Top-Trainer-Box? Und ob ihr gerne mehr davon sehen wollt? Hier auch wieder unterschiedliche Artworks von mehreren Pokémon. Oder von dem gleichen Pokémon, so rum. Und zwar ist jetzt hier schon das zweite Artwork von Felino, Paldea Felino. Finde ich sehr cool. Habe ich in Sonne und Mond auch gefeiert. Habe ich, glaube ich, schon des Öfteren auch gesagt. Pikachu-Karte. Es gibt eine neue Pikachu-Karte. Wie sollte es anders sein? Und es ist auch eine sehr, sehr schöne Karte. Dann haben wir Kupfanti mit Zertrampeln. Fuentente. Das ist jetzt nicht so mein Favorite-Pokémon. Saguaro. Da weiß ich gar nicht, wann der vorkam. Müsste ich tatsächlich lügen. Farigiraf ist für mich ein bisschen ein Zungenbrecher, wenn ich ehrlich bin. Aber finde ich cool, dass alte Pokémon neue Entwicklung bekommen. Oder bekommen haben auch. Dann haben wir Snibuna als Reverse. Vielleicht ein Illustrator Rare? Nein. Kriospino, die Entwicklung von dem hier oben links. Ich weiß den Namen nicht mehr. Frostbirex oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es jetzt wirklich nicht mehr. Und wir haben unseren ersten Hit. Maskagato EX. Sehr schön. Ja, ist mein Starter. Passend eigentlich. So, Maskagato EX, unser erster Hit aus diesem Set. Cooles Design. Hier ist ja immer sehr viel los. Hier glitzert immer sehr, sehr viel. Ganz viele Sternchen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, hier kann man es erkennen, diese ganz kleinen Glitzersternchen. Finde ich sehr cool. So, dann haben wir das dritte Booster. Und ich würde sagen, ich gebe mal ein bisschen Gas, sonst wird das Video wieder zu lang. So, wir haben Tropius. Tropius, auch eins meiner Lieblings-Pokémon. Finde ich immer sehr cool. Cooles Design. Dann haben wir Clavel. Dummiesel hat ja auch eine Entwicklung bekommen. Ist jetzt nicht so die geilste Entwicklung, aber es ist eine Entwicklung. Sedisal mit Salzkanone. Unheilvolles Schneegebirge. Bolardin klingt nicht wie eine Stadt, muss ich sagen. Scaraborn, auch ein sehr geiles Pokémon. In Reverse. Dann haben wir Krokel in Reverse. Starter dürfen hier natürlich auch nicht fehlen. Und wir haben Lextremo. Booster Nummer 4. Ich würde mir echt so eine Illustrator Rare wäre schon ziemlich geil, weil die waren in Karmesin und Purpur auch ziemlich geil. So, wir haben Glibunkel, Micro, Magnetilo, Legios, auch sehr witzig, Duodino, Spinsidas, ja, Pyroleo, Muntier,
Das ist ja ein cooles Artwork. Vor der Stadt, so stolz. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein glückliches Mundtier gesehen. Normalerweise guckt das doch immer richtig böse. So, dann haben wir Paldea Tauros in der Feuerversion. Ultra geil. Also das ist auch eine coole Idee, die sie mit reingebracht haben. Und Lumiflora. Ja gut, Booster Nummer 5 müsste das jetzt sein. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ich das Set sammeln soll. Ich werde wahrscheinlich das 151er Set, da werde ich auf jeden Fall sammeln. Und da werde ich auch versuchen, mehr Boxbreaks zu machen für euch. Das, ach, Frostbino, so heißt er. Was habe ich gesagt? Frostbirex? Naja, nah dran. Dann Paldea Tauros nochmal, hatten wir eben in Reverse. Trainingsstudio. Und vielleicht auch Obsidian Flames. Ich glaube, da das ist vielleicht das erste Set, wo ich mich vielleicht engagiere, das auch zu sammeln. Filiospa, Quax, Hariyama und Papunga. Okay, also so far bleiben wir bei 5 Booster, nur bei einem Hit. Ich weiß jetzt nicht, ob das sehr gut ist oder sehr schlecht. Ich habe die Befürchtung, dass es doch nicht allzu gut ist. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Zuletzt. Und wir machen weiter mit dem 6. Booster. Elektroenergie. Aber Papunga, auch ein cooles Affen. So. Quadribi. Ist sogar ein weibliches, kann sich entwickeln. Gesang und Hieb. Pummeluff. Girafarik. Das gefällt mir auch. Die Zone, in der sich das Girafarik befindet, ist auch eine richtig geile Gegend. Also so viele verschiedene Farben. Da ist auch, glaube ich. Ist auch egal. So, Tropius. Feliospa nochmal. Famibs. Ja, wo sind das andere zweite kleine? Das ist nicht normalerweise 4. Dann Tafogita. Die Entwicklung von Fogita. Dann haben wir Voltre als erste Reverse und die ist auch ziemlich geil. Mit so einem Wellenschlag und den anderen Voltre im Hintergrund. Ziemlich geil. Aber es guckt sehr derpy. Es hat so ein bisschen die Augen von Quapsel, habe ich so das Gefühl. Dann haben wir Amulett der Tapferkeit in Reverse. Wieder keine Illustrator Rare. Und wieder kein Hit. Okay, Scarabax, aber ein cooles Pokémon. Finde ich auch ziemlich geil, die Entwicklung. So, Booster Nummer 7. Wie sage ich immer, hinten knallt die Peitsche. Also, Hoffnung stirbt zuletzt. So, wir haben Zwiebs. Das ist schon ein cutes Pokémon. Dann haben wir Felori, mein Starter, Sonnenlicht sammeln. Dann Magnetilo, hatten wir eben schon. Geosali, Fuentente, Lieferdrohne, Farigiraf, Knuddeluff in Reverse, normalerweise eine Holo. Surprise, Motherfucker! Dann haben wir Mascagato EX in Gold. Als Secret Illustrator oder sowas? Keine Ahnung, wie heißen die denn? Ich weiß den Namen nicht. Also 3 Gold Star. Ultra geil, in Gold. Und vielleicht noch was dahinter? Nee, aber ist ja auch egal. Dann haben wir den jetzt zweimal gezogen. Das ist ja passend für meinen Starter, den ich mir ausgesucht habe. Krass. So, hier haben wir beide nochmal. Beide auch die gleichen Attacken. Ziemlich cool. So, gucken wir Leta King noch einmal an. Ist auch ein geiles Artwork. Ich finde das ja cool, wenn im Hintergrund ziemlich viel passiert. So, Booster Nummer 8. So, Pflanzenenergie behalten wir. Geosali. Krokel. Ein anderes Artwork diesmal. Voltrell. Da sind wir eben schon drauf eingegangen. Fogita. Dummimiesel, da ist er. Ne? Aber nur mit 3 Segmenten oder mit 2. Je nachdem, wie man es sehen mag. Quatermag, Cramor, Datiri in Reverse. Dann haben wir Trikefalo in Reverse. Leider kein Illustrator Rare. Und Koriogel. Koriogel hat eine Holokarte gekriegt. Naja, gut. So, letztes Booster. Wir sind schon beim letzten Booster angelangt. Haben wir hier nochmal einen Hit? Das wäre ziemlich schön, auf jeden Fall. So, Quadribi, Lumispross, Frostbino, Scaraborn haben wir alle schon gesehen. Voltrian haben wir noch nicht gesehen. Azumarill kennen wir auch noch nicht mit Blasengalli, Gulli. Okay. Felori in Reverse. Und ich würde sagen, wir beenden dieses Video mit. Kann ich einen Trommelwirbel hören? Dankeschön. Mit den folgenden 2 Hits. Oder nicht Hits. Mit Leufeo in Reverse. Und ja, Cravaloro. Noch eine Full Art. Sehr schön. Okay, Cravaloro. Nice. Sehr schön.
Ah, ich hätte nicht gedacht, dass du auch eine Full Art gekriegt hast. Aber finde ich cool. Ich mag das ja, wenn andere Pokémon mal eine Full Art kriegen. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter mit der Abmod. Bis gleich! Ja, das war das Video zu der Top-Trainer-Box von Entwicklung in Paldea. Und ja, ich würde sagen, es war durchschnittlich. Es war jetzt, glaube ich, nicht insane. Aber es waren sehr coole Hits dabei. Wir haben Maskagato zweimal gezogen. Einmal in Gold und einmal in normal EX. Und dann haben wir noch Cravaloro als Full Art. Ich habe leider keine Illustrator Rare gezogen, was ich ein bisschen schade finde, denn die Illustrator Rares reizen mich so, überhaupt das Set zu öffnen. Und wir haben natürlich noch eine richtig insane geile Promokarte. Ja, wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, ihr könnt mir auch gerne mal reinschreiben, wie ihr die Ausbeute findet. Schreibt das gerne in die Kommentare, eure Gedanken, was ihr auch noch gerne sehen wollt. Es wird mit Sicherheit noch einige Videos dann dazu geben. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, was ich hier mache, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, macht's gut!